Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Es ist der 1. Dezember, der letzte Tag vom Event. Müsste bis heute Abend 22 Uhr gehen. Also nutze es heute noch aus. Ich werde heute leider einen Ruhetag einlegen, weil heute Abend beginnt Purge und nicht, dass ich dann wieder gesoftbannt bin, weil ich zu viele Pokémon gefangen habe und dann ein paar geile, saftige Hunderter verpasse. Wie viel ich gestern gemacht habe und mein Fortschritt und meine Ergebnisse sehen wir gleich noch. Aber es ist der 1. Dezember. Raikou ist weg. Und momentan ist nur Ho-Oh. Ich dachte echt, dass die, und was immer noch kommen könnte, dass sie nach dem 1. Dezember dann nochmal alle drei Raubkatzen freischalten für den Rest des Monats. Also das war meine feste Theorie. Aber ich habe auch nicht mit Ho-Oh gerechnet, also vielleicht ist die Theorie tot. Aber ich denke auf jeden Fall, dass ab dem 1. Dezember, also nach dem Event, noch irgendwas Krasses, Großes angekündigt wird. Weil die meinten ja bei der einen Ankündigung, dass Gen 3 bis Mitte Dezember, bis Ende Dezember irgendwie langsam alle freigeschaltet werden. Und wir haben bisher immer noch nichts bekommen. Ich dachte, das wird schon im November anfangen. Also 1. Dezember wäre eigentlich perfekt dafür. Manche haben diese Adventskalender-Theorie, dass jeden Tag ein paar freigeschaltet werden. Und das fängt dann natürlich mit dem 1. Dezember an. Könnte sein. Klingt eigentlich recht plausibel. Ich weiß nur nicht jetzt, ob die Amerikaner sowas haben wie Adventskalender. Aber wir werden es spätestens heute Abend sehen. Schreibt unten in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Theorien habt. Glaubt ihr jetzt 1. Dezember nach dem Event Gen 3 oder noch irgendwelche anderen Raids oder sowas? Ah, ich zeige euch jetzt erstmal meine 10 Kilometer, ja, die ich gestern gebrütet habe. Waren ein paar coole, interessante Sachen dabei. So, erstes Ei. 1 Dratini. Nicht schlecht, 4,91, 100%. 18 Candies, ziemlich wenig. Und 4,68 direkt weg. Ei Nummer 2. Aerodactyl, sehr interessant für mich, weil ich den noch nicht auf 100 habe. Aber 14,48, leider weit entfernt davon. Ich habe nochmal geprüft, weil ich war mir nicht sicher, ob 14,90 die richtige Zahl ist. Also ich glaube 14,90 ist 100%. Und der war richtig schlecht, also müsste 14,90 schon stimmen. Noch ein Dratini. 4,75 schon besser, aber immer noch nicht. 4,91 und 15 Candies wieder, ends wenig. Also das ist eher minimal. 32 glaube ich ist das Maximum, mit Doppelcandy 64. Und noch ein Aerodactyl, eigentlich richtig saftig. Aber der ist leider auch eher schlecht. Und ein Zubiris. Der ist richtig leidend. Vor allem, weil ich schon so viele Hunderte von dem habe. Und scheinlich auch. 32 Bonbons habe ich für den bekommen. Und für Dratinis kriege ich nur 15 oder so. Richtig traurig. Nächstes Ei. Ein Voltilam. Eigentlich nicht schlecht, aber durch die ganzen Safari-Zone-Events habe ich so viele Voltilam-Candies. Und auch 16. Auch minimal. Und von zu Beginn von so einem möglich maximale Bonbons. Echte Verarsche hier. Und ein Lavita zum Schluss. Ich glaube zum Schluss. 5,17. Leider nicht mal annähernd. Nicht mal über 500. Und das war's, glaube ich. Ja. Ein paar Raids habe ich natürlich gestern auch noch gemacht. 40.000 Punkte kann ich mir nicht entgehen lassen. Habe ich euch gerade ein paar eingeblendet, nur schnell kurz die saftigen EPs gezeigt und die Belohnung. Belohnung haben die richtig krass geändert. So wenige Tränke jetzt und dafür viele TMs und Sonderbonbons und
so viele goldene Bären. Fast schon übertrieben mit den goldenen Bären. Und ich habe gestern mein bestes Ho-Oh gefangen. Das war echt nicht schlecht. Moment, wie fährt das denn? Ich blende hier nebenbei gerade ein. 22.09. Muss ich nochmal später genauer nachschauen, wie viel das hat. Aber momentan Ho-Oh der einzige Legendäre. Wie gesagt, ich hatte echt die Theorie, dass Dezember alle drei Raubkatzen nochmal da sind. Schön noch eine Raid Pass Box von Niantic raushauen und dann macht die nochmal schön Plus. Aber ist doch nicht so gekommen, meine Theorie. Also war gestern doch die letzte Chance auf Raikou. Schauen wir uns nochmal ganz schnell meine Statistik an für Raikous. Da haben auch viele gefragt, wie viel ich gemacht habe, was mein Bestes ist und so. Wenn der Pokédex mal ein bisschen schneller laden würde. So hier, 60 Raikous gemacht. Normalerweise früher, Free-to-Play, nur ein Raid Pass pro Tag. Sprich maximal 30. Oder wie viele Tage war der da? 30, genau, ja. 30 wären es gewesen. Genauso wie hier zum Beispiel maximale Anzahl an freien Raid Passen, 30 bei Entei. Aber da halt Doppel-EP war mit 40.000 Punkten, mit Glücksei, konnte ich mir die nicht entgehen lassen. 39 gefangen und mein Bester ist 98, das wisst ihr eh. Moment. Da können wir auch gleich ein paar verschicken. Das habe ich noch nicht getan. Also ich habe schon viele verschickt, weil ich nicht dran gedacht habe. Aber ich habe auch noch ein paar übrig gelassen. Hier 1909, 98%, mein Bester. Werde ich auf jeden Fall Max pushen. Aber erstmal die ganzen hier weg. Also bis 1900 lasse ich, glaube ich. Wobei der 98er könnte auch. Mit den richtigen Werten könnte der 98er halt besser sein als der 1900er oder 1901. Und die habe ich mir noch nicht ganz genau angeschaut. Noch keine Zeit gehabt. Ah, sprich. Ja, die 6 lasse ich erstmal. Das passt erstmal so. So, schreibt unten in die Kommentare, was euer bestes Raikou ist, wie viele ihr gemacht habt. Und dann schauen wir uns die Statistik von gestern an. Angefangen mit den Entwicklungen. Da habe ich ein bisschen reingehauen, nochmal alles entwickelt, was ging. Und habe 312 Entwicklungen gemacht. Pokémon gefangen, ihr wisst, gestern die 100.000 geknackt. Also vorgestern und gestern habe ich es euch gezeigt. Habe ich nochmal 543 Pokémon gefangen, was nicht schlecht ist. Vor allem habe ich gestern 2 Softballs noch kassiert. Einen irgendwann in der Mitte so herum. Aber der ging nicht lang, so eine halbe Stunde. Und dann ging es wieder. Und dann nochmal einen gestern, kurz vor Schluss, am Abend. Also den habe ich dann nicht mehr ausgewartet. Weil dann war schon so spät. Dachte ich mir, egal, gehe ich heim. Dementsprechend leider nicht ganz die 60 Millionen geknackt. Kurz davor nochmal ein kleiner Stopp. Kleines Hindernis von Niantic. Fehlen noch 180.000, das wäre echt nicht viel gewesen. Nicht mal eine Stunde und dann noch das Zeug, was ich in der Stunde fange, entwickeln. Aber müsste ich heute eigentlich auch noch hinbekommen, ein Raid und dann ein bisschen hier und da was. Heute Abend dann ein paar Stops drehen nebenbei, auf der Jagd nach den 100ern. Also 60 Millionen ist heute drin. Heute letzter Tag des Events. Eine Statistik haben wir noch. Pokestops, beinahe 400 gedreht, 300 irgendwas. Ich habe von ein paar gehört, die den Pokestop Softband bekommen haben. Der ist schon krass, meistens halt durch Klickertouren, aber ansonsten müsste man da eigentlich immer safe sein. Ich habe sogar von einem gehört, der hat angeblich ein Raid-Ban bekommen. Er konnte nicht keine Raids mehr machen, weil er zu viele gemacht hat, aber ich bezweifle, dass das so stimmt. Ich glaube, das hatte irgendeinen anderen Grund. Aber das war die Statistik. Leider ganz knapp nicht geschafft, die 60 Millionen, aber heute ist noch der letzte Tag vom Event. Geht's raus, nutzt das Event noch, versucht die 60 Millionen noch zu knacken und dann heute Abend Purge. Schreibt unten in die Kommentare, was euer bestes Raikou ist und ob ihr glaubt, dass heute Abend noch irgendeine große, krasse Überraschung kommt. Ansonsten natürlich, wie das Event für euch lief. Hattet ihr Spaß? Habt ihr viel gesuchtet? Habt ihr eure Ziele erreicht? Das war's von mir. Wie immer liken, subscribe, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.